Ja, herzlich willkommen zum A&D VIP Talk. Wir befinden uns am Stand von Blocktransformatoren auf der Hannover Messe 2015. Zum Thema Normen und Richtlinien darf ich Herrn Reichelt herzlich begrüßen. Er ist Geschäftsführer und Inhaber von Blocktransformatoren. Richtig. Herr Reichelt, darf ich Sie zu Beginn unseres Gesprächs zitieren? Normen machen Märkte. Was genau meinen Sie mit dieser Aussage? Dazu muss ich meine Position beschreiben. Ich bin in Deutschland Obmann eines deutschen Normenkomitees. In Europa bin ich deutscher Sprecher und in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission bin ich Sekretär. Und ich habe viele Sicherheitsnormen in meinem Leben geschrieben und das mache ich natürlich in Abstimmung mit der deutschen Elektroindustrie und das beschreiben wir alle so, wie wir das technisch beherrschen. Wir haben neue Materialien. Ich habe zum Beispiel eine Prüfung erfunden, mit der man Folien prüfen kann. Und das ist heute ein Standard, der um die ganze Welt läuft. Das heißt also, wer normt, oder sagen wir es umgedreht, wer nicht normt, wird genormt. Dann machen es nämlich andere Leute. Mhm. Reichel, welche Rolle spielen Gremien, wie beispielsweise die kürzlich gegründete Plattform Industrie 4.0? Passen Sie auf, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dann müssen wir erst einmal klar festlegen, was wir überhaupt beschreiben wollen. Es gibt Standards und es gibt Normen. Ich erzählte das gerne an dem Beispiel, ich war mal Assistent von Professor Bruch. Herr Bruch hat den Übertragungsstandard für das Farbfernsehen entwickelt. Und jeder, der Fernseher gebaut hat und bauen wollte, musste die Empfangs- und die Umsetzungseinrichtung so wählen, dass er nachher ein farbiges Bild hatte. Ich bin zuständig für die Sicherheitsnorm, dass Sie Ihren Fernseher vernünftig bedienen können, ohne dass Sie dabei tot umfallen. Also diese beiden Dinge immer wieder. Und wenn wir jetzt unter 4.0 die Sache betrachten, ich habe einen mittelständischen Betrieb, wir haben 700 Mitarbeiter. Wir haben Roboter stehen, aber jeder Roboter hat heute seine eigene Sprache. Jeder Roboter muss einzeln programmiert werden. Wir können sie nicht zentral steuern. Und was wir in Zukunft wirklich brauchen, ist eine Schnittstelle zu allem, was wir in der Fabrik haben, sodass ich jeden Roboter fragen kann, jede Fertigungszelle fragen kann, wie viel Kapazität hast du noch. Ich muss im Lager nachgucken, sind die Warenbestände da, kann ich überhaupt produzieren. Das heißt, wir brauchen wirklich für uns als Mittelständler, für VW und Siemens sieht das anders aus, aber für uns als Mittelständler brauchen wir diese Universalschnittstelle, sodass wir unsere Fabrik dann genauso steuern können, wie man sich das unter 4.0 der nächsten Revolution vorstellt. Mhm. Und alle Parteien sind im Augenblick auch dabei, das zu unternehmen. Wie kann die Politik unterstützen? Wo sollte sie es tun? Wo gibt es vielleicht auch noch Versäumnisse? Ja, wir hatten gerade heute Morgen eine Veranstaltung mit Herrn Gabriel und mit Frau Professor Wanka. Wir haben ja mit allen Verbänden, mit allen wichtigen Verbänden und mit den großen Firmen, die in diesem Bereich die Player sind, haben wir die Plattform vorgestellt und die Politik begleitet das wohlwollend. Die Aussage heute Morgen war ganz klar, so ist es optimal, wie wir es heute zwischen Industrie, zwischen Verbänden und der Politik ausrichten. Mhm. Mein Dank an die Politik, auch in Richtung Europäische Kommission. Selten genug, die Industrie ist zufrieden mit der Arbeit der Politik. Machen denn die Hersteller in Deutschland genug, um sich im Streit der Normen zu positionieren oder verlassen sie sich mitunter auch zu stark auf Politik und Verbände? Sehen Sie, wir müssen jetzt wieder klarlegen, was Sie unter Normen verstehen. Standards werden von Konsortien gemacht. Ich habe ja auch eine Firma in Amerika, ich sehe, die Amerikaner sind schon kräftig dabei, ihren eigenen Standard zu entwickeln. Das ist eben die Schnittstelle zur Kommunikation. Das andere ist Normung. Das ist mein Metier. Und wir in der Elektroindustrie haben folgendes Verfahren. Jeder bezahlt seinen Krempel selber. Wir sind mindestens 5 Leute, die wir Normenarbeit machen. Das kostet uns einige 100.000 Euro pro Jahr, weil wir Flüge alles selber bezahlen. Und da fehlt mir eigentlich das Verständnis der Industrie, auch der großen Betriebe, dass wir verstärkt international Normung betreiben müssen. Wir müssen also mehr Manpower zur Verfügung stellen. Und natürlich auch mehr Geld. Aber wie gesagt, im ZVI, in der Elektroindustrie,
ist unser Prinzip, dass jeder seine Kosten selber trägt. Also nochmal als Ausblick quasi zusammenfassend, wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf in Sachen Normierung? Das ist eine komplizierte Frage. Ich würde zu diesem Punkt gerne etwas ausführen, was unsere Fachhochschulen und Universitäten betrifft. Dort gibt es keine Vorlesung über Normung, über Standardisierung. Das heißt also, die jungen Ingenieure, ich hab ja auch eine Grundlagenforschung bei mir sind alle hervorragend ausgebildet, weil wir ja aktiv Normenarbeit machen. Aber die fertigen Studenten kommen zu uns in die Wirtschaft und haben noch nie etwas von Normung gehört. Keine Vorlesung. Unvorstellbar. Aber wir sind jetzt dabei, auch mit dem Wirtschaftsministerium, da eine neue Richtlinie in Gang zu setzen über das DIN mit Dr. Barke, um hier eine Änderung herbeizuführen. Also auch da der Appell, die Ausbildung muss investiert werden, um zu verbessern. Ganz genau. Ja, lassen Sie uns doch unser Gespräch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich gebe Ihnen 5 Halbsätze vor, Sie vervollständigen bitte. Erster Halbsatz, Normen sind für Sie von außerordentlich großer Wichtigkeit. Zweiter Halbsatz, die Vision Industrie 4.0 und Normen sind? Die Vision ist, dass wir eine vernetzte Fabrik haben, dass wir optimal produzieren können und zwar auch mit höchster Qualität. Dritter Halbsatz, die Politik versäumt? Im Moment nichts. Sie stört uns nicht mal, sondern sie nimmt alles wohlwollend zur Kenntnis. Das ist ja auch manchmal so, dass wir durch Gesetze und Regelungen behindert werden. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Auch heute Morgen im Gespräch mit Herrn Gabriel und mit Frau Professor Wanker nochmal ausdrücklich von unserer Seite, von Seiten der Industrie, dankend unterstützt. Ja, sehr schön. Vierter Halbsatz. Hersteller in Deutschland sollten aktiv sich an internationaler Normenarbeit beteiligen. Das ist ausgesprochen wichtig. Denn wir können unsere Produkte nur international verkaufen, wenn sie die entsprechenden Prüfzeichen haben. Und hinter diesen Prüfzeichen stehen Normen. Das muss ich wissen. Fünfter und letzter Halbsatz. Der ZVI hat eine Tochter in Peking gegründet, um. Ein herrliches Thema. Also, wir haben Europe Electro in Peking gegründet. Wir beschäftigen dort ein paar Mitarbeiter und begleiten die chinesische Normung. Vor wenigen Tagen bekam ich dann Frau Wang, das ist unsere Büroleiterin in Peking, die Information, dass die Chinesen jetzt 3 verbindliche Transformatoren-Normen vorgeschrieben haben. Ich konnte das nicht lesen. Ich habe dann zurückgefragt, Herr Hule beim ZVI, der unterstützt mich da kräftig. Ich kriege dann die Antwort, dann auf Englisch, 3 Normen, das waren die Normen, die ich geschrieben habe und die ich zu vertreten habe. Ein herrliches Gefühl. So schließt sich dann der Kreis. So, ganz genau. Ja. Vielen Dank, Herr Reichelt. Das war der A&D VIP Talk von der Hannover Messe 2015. Ja. An Sie einen herzlichen Dank für Ihr Interesse und besten Dank fürs Zuschauen. Danke. Dankeschön. Herr Reichelt.